So, Spargel ist so unfassbar flexibel einsetzbar. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Dessert draus. Spargel und Vanille passt tipptopp. Deswegen mache ich heute eine Spargel-Panna Cotta. Also Panna Cotta, das ist extrem einfach. Das Einzigste, es muss 2 bis 3 Stunden kühlen. So, da Panna Cotta eine cremige Angelegenheit ist, brauche ich noch irgendwas zum Beißen. Irgendwas Knackiges, irgendwas mit Säure. Da habe ich Erdbeeren, was super passt. Die Spargelspitzen, Minze und einen winzigen Schuss Cremonier.